Prinz Harry plus Herzogin Meghan, ist Lilibets berühmter Patenonkel. Noch immer wird der Öffentlichkeit nicht verraten, wie es um die Taufe der kleinen Lilibet Diana Mountbatten-Windsor steht. Die Tochter von Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, wurde am 4. Juni 2021 ein Jahr alt und lebt seit ihrer Geburt mit ihren Eltern und Bruder Archie. 3. In Kalifornien. Immer wieder wurde darüber spekuliert, ob die Taufe ohne die britische Königsfamilie in den USA oder aber in Harrys Heimat Großbritannien stattfinden würde. Auch über den Namen des Paten bzw. der Patin von Lily wurde gemutmaßt. Berühmte Freunde wie Dogmasterin Oprah Winfrey, 68, TV-Star Gayle King, 67, und Ex-Tennisspielerin Serena Williams, 41, wurden genannt. Doch nicht bestätigt. In der letzten Folge der Netflix-Doku Harry und Meghan wurde jetzt zumindest eine, der Pet, innen enthüllt, es ist Harrys und Meghans guter Freund Tyler Perry. 53. Ob es noch mehr Pet, innen gibt, ist nicht bekannt. Der Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent ist überaus erfolgreich. Wurde mit Preisen geehrt, hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und gehört nicht nur zu den einflussreichsten, sondern auch zu den wenigen milliardenschweren Stars in den USA. Geschafft hat er das unter anderem durch seine komödiantische Paraderolle der Mabel-Madea Earlene Simmons, durch sein Mitwirken in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen und Theaterstücken sowie durch die Eröffnung seines eigenen Filmstudios, den Tyler Perry Studios. Tyler Perry kommt auch in der Doku zu Wort. Er und Meghan sprechen darin über ihre tiefe Freundschaft und wie es zu Tylers Patenschaft von Lily kam. Als ich anfing, Erfolg zu haben, veränderten sich manche Mitglieder meiner Familie. Ich weiß, wie schmerzhaft und fürchterlich das sein kann. Ich fühlte mit ihr, erzählt Tyler und erklärt damit, warum er 2018 den Kontakt zu Meghan suchte. Die Herzogin beschreibt die damalige Zeit so: Da trat Tyler in mein Leben. Ich kannte ihn nicht. Vor der Hochzeit schrieb er in einem Brief, dass er für mich betet. Und sollte ich je etwas brauchen, sei er da. Die Monate vergingen. Eines Tages in Kanada rief ich ihn dann an. Endlich sprach ich nach all den Jahren mit ihm, zum ersten Mal. Ich war am Boden. Ich weinte. Manchmal ist es einfacher, sich jemandem zu öffnen, der nichts von der Situation weiß. So ging es mir mit Tyler. Anführungszeichen. Als Harry und Meghan dann nach ihrem Rücktritt als hochrangige Royals aus Großbritannien flüchteten und ihr Aufenthaltsort in Kanada entdeckt wurde, fanden die beiden für 6 Wochen Unterschlupf bei Perry in Los Angeles. Der Vater eines 8-jährigen Sohnes verstand Meghans Gefühle und fasste ihre und Harrys Situation in für sie treffenden Worten zusammen: Ich sah, wie meine Mutter jahrelang misshandelt wurde. Ich kannte die Hinweise und wie es ablief. Viele sagten: Tyler, wie kannst du das nur mit dem Missbrauch von deiner Mutter vergleichen? Meghan wurde misshandelt und Harry auch. Anführungszeichen. Tyler Perry erinnert sich noch ganz genau an den Moment, als er von den Sussexes gebeten wurde, Pate ihrer Tochter zu werden. Wir telefonierten und alberten rum. Plötzlich wurde sie ernst. Ich meinte: Was ist los? Sie sagten: Wir hätten dich gerne als Lilys Paten. Ich, wow, musste das erstmal sacken lassen und dachte, ich würde mich sehr geehrt fühlen. Ich legte auf, ließ es mir durch den Kopf gehen, rief sie zurück und sagte: Moment. Heißt das, wir müssen rüberfliegen und mir der ganzen Familie in der Kirche zusammen sein? Das will ich nämlich nicht. Vielleicht können wir hier eine kleine Feier abhalten und es damit gut sein lassen. Aber wenn ihr es unbedingt dort machen müsst, auch okay. So wurde Tyler Perry für Harry und Meghan nicht nur zu einem Freund, sondern auch zu einem Familienmitglied. Meghans Freundin Serena Williams erklärt, sie erschaffen sich ihre eigene Familie. Freunde können auch Familie sein. Sie können sich etwas Neues aufbauen, in der Hoffnung,
dass irgendwann die Familien auf beiden Seiten verstehen, dass es wirklich Liebe ist. Anführungszeichen. Verwendete Quelle: Harry und Meghan, abrufbar auf Netflix.com.